Hey Leute, grüßt euch. Na, ich sitze im Auto, das sieht jetzt ein bisschen blöder aus, weil hier überall das Licht reflektiert und reinstrahlt. Die Sonne direkt in mein Gesicht, das kann ich jetzt nie wegmachen. Na gut. Ja, ich möchte heute erst mal wieder feixen, weil ich hier Aufschrei in Meißen, AfD-Kandidatin zur Vizeland. Ja, wer hat aufgeschrien? Jedenfalls, der AfD-Kandidaten hat er halt die Wahl gewonnen und AfD ist mit, wo steht's, 27 Sitzen im Kreisrat. Diese Schlagzeile finde ich bloß wieder lustig. Aufschrei aus den AfD-Reihen vor Freude, weil die gewonnen haben. Es sind doch nie alle so, dass die heulen, wenn in Amerika der falsche Präsident gewinnt. Der Aufschrei kommt eher von Freude aus den Reihen der AfD. Wobei das ja vorhersehbar war, aber das nur mal nebenbei. Mich lassen diese völlig überzogenen Hausdurchsuchungen nicht in Ruhe. Hier werden Leute wegen geringfügigsten Vergehen aufs Höchste bestraft. Wegen dem bloßen Teilen eines Memes. Nächstens klickst du aus Versehen irgendwo auf einen Gefällt mir-Button und du wanderst in den Knast oder wie ist das geplant? Es erfolgt eine Hausdurchsuchung, die Polizei stürmt eure Bude und nimmt Rechner, Telefon und Datenträger mit. Es kommen wildfremde Leute in dein Haus. Durchsuchen deine Schränke und suchen alle Datenträger. Dagegen ist die zu erwartende Bestrafung für eine Beleidigung von vielleicht 600 Euro doch eher nur ein Pappenstiel. Die große Bestrafung ist doch diese Hausdurchsuchung. Wegen Teilen eines Memes. Die haben doch nichts zu verbergen. Die haben das nie irgendwie an ihrem Rechner erstellt, die haben das bloß auf Gefällt mir geklickt letzten Endes. Also ich denke, das ist als Einschüchterung gedacht. So ähnlich entstand auch die DDR damals. Hier wurde auch nie von einem Tag von jetzt auf gleich alles verboten. Man hörte dann auch so nach und nach hinter vorgehaltener Hand, so eine Medien wie Internet oder sowas gab es ja damals noch nie. Da weißt du, das mal so leise von der Nachbarin erzählt gekriegt, hier, weißt du schon, der ist jetzt weg vom Fenster oder so. Ich habe hier das Video von Professor Rieck gefunden. Dieser hat auch noch eine interessante Theorie. Aber ich spiele hier bloß mal einen Ausschnitt an. Klickt euch mal durch das komplette Video bei ihm. Der Link steht dann unten in der Beschreibung. Aber ich wurde trotzdem ein bisschen langatmig, was der jetzt erzählt. Dafür sorry. Behauptet wird dafür erwarten, wenn es überhaupt jemals so eine geben sollte. Denn wenn das nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist, was bedeutet die Meinungsfreiheit eigentlich überhaupt noch? Also wenn man so etwas noch nicht mal mehr sagen kann, das ist ja das Wesen einer Demokratie, dass man die Herrschenden in Anführungsstrichen auch stark angehen kann. Ja, das ist, wenn das nicht mehr gegeben ist, was sollte denn dann noch das Wesen einer Demokratie sein? Ja? Also das ist erstmal die Sache, die da ist und ich wünsche mir wirklich, dass jetzt nicht jede Menge Leute ankommen und versuchen, diesen Vorgang zu verharmlosen, ja? Einfach herunterzuspielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin geradezu entsetzt teilweise von Linken, die im Augenblick immer ankommen und so tun, als wäre das alles in Ordnung. Dann ist es überhaupt nicht in Ordnung. Also stellen Sie sich einfach vor, das würde bei Ihnen passieren, wenn Sie eine andere politische Ansicht oder wenn diese Machtausübung aus anderer politischen Richtung kommen würde. Ja? Das würde bei Ihnen plötzlich passieren. Stellen Sie sich einfach vor, ob Sie das in Ordnung fänden. Dass wenn Sie, weiß ich, sowas wie Fuck AfD geteilt haben oder so etwas, dass dann plötzlich die Staatsanwaltschaft einfach mal Ihr Haus durchsucht und sämtliche elektronischen Geräte mitnimmt und Sie damit arbeitsunfähig macht. Das müssen Sie auch sehen. Ja, also das muss man sich einfach klar machen und das ist nichts, was man einfach so vom Tisch wischen kann. Und sorry, wenn ich das hier so wahnsinnig deutlich ausspreche. Ich möchte mit Ihnen gerne noch über einen anderen Fall sprechen, der in diesem Ja, ich habe heute so. Viele verdienen ihr Geld mit dem Rechner, die brauchen den als Arbeitsgerät. Dann kommt eine Hausdurchsuchung und du bist mit einmal
Insolvent? Weil du kein Geld mehr. Ach nee, bist du ja nie. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Wollte ich bloß mal eingeworfen. Zusammenhang auch bekannt geworden ist. Das ist nämlich eine Hausdurchsuchung, die, und man höre und staune, durch ein geringfügig falsches Zitieren entstanden ist. Also, das ist auch etwas, was Sie wahrscheinlich wissen, aber für den Fall, dass Sie es nicht wissen, sage ich es Ihnen hier einfach nochmal. Und Sie kennen bestimmt dieses Zitat, was Herrn Habeck zugeschrieben wird, was lautet: Ein Laden, der aufhört zu verkaufen, ist doch nicht insolvent, er verdient einfach nur kein Geld mehr. Kennen Sie dieses Zitat? Das Dumme ist, dieses Zitat ist nicht wörtlich richtig. Und es hat also jetzt jemand geteilt, mehrere Zitate dieser Art, die in Anführungsstrichen geschrieben waren, und damit also nahegelegt wurde, das sei ein wörtliches Zitat. Ja, aber das widerspricht natürlich guten wissenschaftlichen Standards, die im Internet natürlich auf jeden Fall einzuhalten sind. Und der Originallaut, Wortlaut war nämlich ein bisschen anders. Der war, und dann sind die nicht insolvent, also die Läden, von denen die Rede war, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ist das sinngemäß das Gleiche? Ja, das ist sinngemäß das Gleiche. Wenn man einen Vergleiche davor geschrieben hätte oder dahinter, ja, also man hätte gesagt, dieses Zitat von Habeck und dann Vergleiche Habeck, Wirtschaftsminister, dann wäre das klar gegangen. Dann hätte man sagen können, naja, das ist paraphrasiert, das ist umschrieben und damit ist es sinngemäß eigentlich so einigermaßen gleichartig wiedergegeben worden. Aber nein, das war hier nicht der Fall, sondern hier hat also eine Person, übrigens nicht studiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also des Zitierens unkundig, ja, und dafür wurde sie also bestraft, dass sie also nicht wusste, dass man da einen Vergleich davor setzen muss, bevor man so etwas sagen kann. Und was ist passiert? Genau, eine Hausdurchsuchung, die natürlich unbedingt erforderlich ist bei solchen Dingen, die man ja im Internet nachlesen kann. Da muss man ja die Beweissicherung unbedingt zu Hause machen. Und es gibt dann natürlich, also was alles dazugehört, ja, Strafanzeige, jede Menge Tagessätze, die sie dann übrigens sogar abstottern musste, weil ich das nicht leisten konnte, diese Ja, ich habe das Stück jetzt doch mal laufen lassen. Ich habe zwar gestern schon darüber berichtet, aber ist schon irre. So, und jetzt die eigentliche Aussage, die ich von dem gefunden habe, zum Thema. Und Sie merken, dass ich darüber ein klein wenig verärgert bin. Also das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das ist ein, also aus meiner Sicht, Frontalangriff auf Kernelemente der Demokratie, was wir hier gerade erleben. Und wir schalten jetzt einfach mal um, das ist ja immer das Prinzip, was ich hier anwende. Wir schalten also um auf eine abstrakte Ebene, auf der ich zum gewissen Grad zumindest diese konkreten Dinge einfach mal vergesse. Natürlich nicht ganz, aber zum gewissen Grad vergesse ich sie. Und ich möchte mit Ihnen einfach mal darüber diskutieren, wie geht eigentlich abstrakt ein Diktator damit um, wenn er seine eigene Bevölkerung gefügig machen möchte. Also was kann man da eigentlich so machen? Und man muss dafür wissen, dass es zwei stabile Zustände gibt in der Bevölkerung. Der eine Zustand ist der, den wir als demokratisch empfinden, bei dem ja im Grunde genommen so eine Art Kakophonie abläuft und alle Leute irgendwie durcheinander plappern, jeder sagt was Unterschiedliches und so. Und man hat dann Mechanismen, mit denen aus diesem Konzert etwas herausgefiltert wird, was am Ende was Gutes ist. Ja, dass man also versucht, verschiedene Ideen rauszufiltern, dass man versucht, irgendwie so ein Kräftegleichgewicht zwischen verschiedenen Strömungen herzustellen, dafür zu sorgen, dass am Ende irgendetwas rauskommt, womit alle ganz gut leben können. So funktioniert Demokratie. Ja, aber das ist natürlich ein Zustand, bei dem es aus Sicht eines einzelnen Politikers wild drunter und drüber geht. Ja, das gehört dazu. Sie müssen es vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie in einer Schulklasse, in der nicht alle brav da sitzen und nur auf das warten, was der Lehrer sagt, sondern die rennen irgendwie durcheinander, machen eigene Sachen und sowas. Und je nach Gelegenheit kann es ja ganz sinnvoll sein, wenn die auch mal aufpassen. Aber es ist eben der demokratische Zustand, dass die zwar auf der einen Seite aufpassen, auf der anderen Seite aber eben erstmal sehr viel machen können, was sie einfach so wollen. Ja, das ist der eine Zustand. Stabile Zustand. Und der andere stabile Zustand ist der, dass sich keiner mehr traut, irgendwas zu machen, alle brav da sitzen und nur genau das tun, was ihnen vom Lehrer oder Diktator vorgegeben wird. Ja, das sind diese beiden Zustände. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie sind also meinetwegen auch nur Lehrer, dann haben wir vielleicht ein harmloseres Szenario als mit dem Diktator. Ja? Aber Sie sind also der, ja, Lehrer oder Diktator, der also die anderen völlig ausrichten möchte auf ein bestimmtes Verhalten. Das wollen sie von oben nach unten drauf zwingen. Also das ist ja nichts, was die anderen wollen. Sondern das wollen sie ja von oben her erzwingen, dass sie das machen. Also das muss man sich natürlich klar machen, dass das hier der Ziel der Sache ist. Und jetzt haben sie ein Problem, nämlich sie haben begrenzte Ressourcen. Also sie können nicht einfach jetzt losmarschieren und alle gleichzeitig, die was anderes machen, bestrafen. Das klappt nicht. Ja? Sie können nicht alle gleichzeitig erwischen und sie müssen deshalb irgendwelche anderen Methoden verwenden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben also relativ viele Leute, die da demokratisch, ja, durcheinander reden in diesem großen Konzert und Sie wollen die aber gerne einnorden, dass die alle das Gleiche tun, Diktator halt. Und Sie sagen jetzt einfach, na gut, dann machen wir das einfach so. Wir schnappen uns zufällig einfach irgendwelche Personen dabei raus.
Und bei diesen Personen, die wir uns raussuchen, die gehen wir einfach stark an, ja, weiß ich, werfen die in den Knast und sowas, ja, und versuchen auf diese Art und Weise dafür zu sorgen, dass wir die irgendwie erwischen. Funktioniert das? Und das kann natürlich funktionieren, aber das ist, so wie ich es gerade eben beschrieben habe, im Wesentlichen führt das zu einer Risikoabwägung der einzelnen Personen. Also stellen Sie sich vor, die haben eine gewisse Präferenz dafür, einfach frei sich äußern zu können oder das eben nicht zu machen, was dieser Diktator von Ihnen will. Und die haben jetzt eine einfache Risikoabwägung. Die sagen ganz einfach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde? Also weiß ich, der hat halt eine begrenzte Staatsmacht zur Verfügung, mit der er sowas machen kann. Und Sie sind aber Millionen von Leuten, dann ist relativ klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gerade erwischt werden, relativ gering ist. Und dann sagt vielleicht jeder Einzelne, naja, bei dieser Wahrscheinlichkeitsaufteilung, wie wir sie im Augenblick haben, da kann man das Risiko durchaus eingehen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der Diktator zwar den einen oder anderen schnappt, und vielleicht gefällt ihm das ja auch oder sowas, er kriegt da persönliche Genugtuung, aber er ändert natürlich nicht den Gleichgewichtszustand, in dem wir sind. Das heißt also, hier ist das Problem, wenn Sie nur relativ kleine Anzahl an Ressourcen zur Verfügung haben, können Sie dann wahrscheinlich nicht das zivile Ungehorsam brechen, um es mal so zu sagen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil die andere Seite einfach sagt, naja, das ist einfach zu unwahrscheinlich, als dass es gerade den Einzelnen, der jetzt diese Entscheidung trifft, dass es den gerade trifft. Was kann man also stattdessen machen? Und wir kommen jetzt in die Sache, die spieltheoretisch diskutiert wird. Nämlich dort wird gesagt, naja, das Problem dabei ist ja, dass jeder Einzelne eben diese geringe Wahrscheinlichkeit hat. Wir müssen also dafür sorgen, dass einzelne Leute wissen, dass sie eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, gerade diejenigen zu sein, die angegangen werden von der Staatsmacht oder vom Lehrer, ja, von der Obrigkeit. Also dass diejenigen gerade wissen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, idealerweise eins. Und wie kann man das erreichen? Das erreicht man zum Beispiel dadurch, dass man die alphabetisch ordnet, also wenn ja sowieso irgendwelche Listen existieren, dann sind die zum Beispiel alphabetisch angeordnet oder in irgendwelchen anderen natürlichen Reihenfolgen. Und bei dieser Reihenfolge, die Sie dort haben, sagen Sie immer, der Nächste, der auf der Liste steht, zu dem kommen wir hin. Also da achten wir darauf, dass der das richtig macht. Und wenn er es richtig macht, dann ist alles in Ordnung, dann gehen wir zum Nächsten. Aber wenn er es falsch macht, dann kriegt der es gleich volle Kanne ab. Und Sie merken, dass sich jetzt die Entscheidungssituation der einzelnen Person drastisch geändert hat. Also Sie wissen jetzt, es gibt zwar einige, die können erstmal tun und lassen, was sie wollen. Ja, also die mit Z im Namen, ja, oder der Nachname mit Z anfängt, die sind erstmal noch weit entfernt. Sie kennen das hier vielleicht sogar aus Schulklassen. Da wird es ja manchmal tatsächlich so gemacht. Sie wissen aber, dass der Anton, oder weiß ich, aber okay, wir ordnen da Vornamen, okay, also dass der Anton, dass der jetzt also derjenige ist, der als nächster dran ist, und das will der natürlich nicht, also nicht in Kauf nehmen. Das heißt also, der hört unmittelbar mit diesem nicht erwünschten Verhalten auf. Damit braucht sich aber der Lehrer gar nicht mehr weiter, um den zu kümmern. Das heißt, er kann dann gleich zur Bertha weiter marschieren. Und die Bertha weiß natürlich auch schon vorher, dass sie als Nächste dran ist. Das heißt, die hört auch sofort mit diesem anderen Verhalten auf. Und so braucht er im Grunde genommen, also der Lehrer braucht im Grunde genommen überhaupt nie irgendetwas durchzusetzen, weil immer jeder weiß, wer als Nächster dran ist und auf die Art und Weise jeder Einzelne sofort schon plötzlich brav wird, weil er ja in der Hackordnung dann als Nächster, wie gesagt, dran wäre, ja, auf die Art und Weise direkt aufgibt und dadurch der Lehrer sehr schnell durch die ganze Kette durchkommt, obwohl er mit sehr begrenzten Ressourcen arbeitet. Also erinnern Sie sich mal an die Schule, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas tatsächlich auch angewandt wurde von dem einen oder anderen Lehrer in irgendeiner Form. Aber das können Sie natürlich auch im großen Stil anwenden. Ja, das heißt also, durch dieses Ordnen oder Bekanntgeben, dass man eine natürliche Ordnung verwendet, können Sie normalerweise relativ viel dieser Art erreichen. Funktioniert das auch in dem vorliegenden Fall? Also wir haben es ja hier damit zu tun, dass einzelne Menschen freie Meinungsäußerung begehen wollen. Ja? Also begehen, falsches Wort, ja? Einfach in Anspruch nehmen, ja? Dass sie das machen wollen, dass sie also frei ihre Meinung sagen wollen. Und das ist eine Situation, bei der sie eigentlich keine natürliche Ordnung haben. Also sie könnten natürlich versuchen, im Prinzip mit solchen Methoden zu arbeiten und auf die Art und Weise versuchen, einen nach dem anderen daran zu hindern, irgendwie sowas zu machen. Aber wie gesagt, das klappt hier eigentlich nicht so richtig, weil sie nicht so ganz genau wissen, an welcher Stelle der nächste hochpoppt. Das heißt also, diese Methode, die sozusagen die spieltheoretische Standardlösung ist, die funktioniert hier so nicht. Das heißt, Sie müssen irgendetwas anderes machen, ja? Also wenn diese natürliche Ordnung nicht da ist. Und was ist das? Naja, man nutzt den Pearl Harbor-Effekt. Ja? So, was ist der Pearl Harbor-Effekt? Das heißt, Sie versuchen an einzelnen Stellen ein Exempel zu statuieren und das so stark publik zu machen, dass alle anderen das plötzlich auf sich beziehen. Also dass jeder das Gefühl hat, oh je, das ist so bekannt geworden, dieser große Fall, das könnte ja auch jederzeit bei mir sein. Nicht bedenkend, dass auf der anderen Seite die Ressourcen nicht da wären, dass es tatsächlich für jeden sofort gemacht werden könnte, aber es wirkt so, weil es so wahnsinnig präsent ist. So, und was macht man dann in einer Diktatur? Naja, da kommt man beispielsweise eben an mit
solchen Sachen, die also stark sichtbar sind, ja, wie beispielsweise ein Aktionstag für irgendwas. So, und sorry, dass ich jetzt gerade dieses Beispiel nehme, denn das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, eins dieser beiden Memes, oder genauer gesagt die Folge dieses Memes, ja, diese Hausdurchsuchung, ist auch im Zuge eines Aktionstages gelaufen. Das heißt also, man macht hier etwas, was hochgradig fragwürdig ist von der Art und Weise her, macht aber eine Riesenshow drumherum und auf die Art und Weise bezieht das jeder Einzelne auf sich und kriegt dieses Gefühl, oh je, bestrafe einen, triff viele, ja, das ist ja das, was da häufig gesagt wird, kriegt also jeder Einzelne das Gefühl, das ist etwas, was einen auch direkt selber treffen könnte und hört deshalb auf mit diesem entsprechenden Verhalten. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht, ja, das heißt, dass man also eine große Show macht, ja, die das so präsent werden lässt, dass es eigentlich letztlich eine Art Wahrnehmungsverzerrung ist bei den betroffenen Personen, aber die eben trotzdem dazu führt, dass sie das Verhalten einstellen, das, was sie eigentlich machen wollten, einfach deshalb, naja, weil es eben so präsent im Kopf geworden ist und damit die Wahrscheinlichkeitsschätzung im Grunde genommen eine andere ist, als die, die im ersten Fall gewesen wäre, ja, wo man das einfach nur still und heimlich macht, diese Unterschiede, also diese, ja, also Repressalien gegen einzelne Personen. Ja? Das war ja der erste Fall, den ich Ihnen vorhin gesagt habe. Jetzt gibt es natürlich zwei mögliche Folgen, die bei diesem Verhalten auftreten können. Es gibt einmal die Folge, dass das so ist, wie ich gerade eben beschrieben habe, dass die Leute also einfach klein beigeben und sagen, oh je, die Staatsmacht ist überall, können wir nichts mehr machen, hören einfach auf mit diesem Verhalten. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es einen Backlash gibt. Also das heißt also, dass die einzelnen Leute plötzlich sagen, das war jetzt zu viel, jetzt reicht es uns. Also vorher, das war ja noch alles in Ordnung, aber jetzt ist es einfach zu viel und dann sich eine so starke Gegenwehr formiert, die andernfalls nicht entstanden wäre, die plötzlich dafür sorgt, dass dieses Verhalten insgesamt gar nicht mehr durchgesetzt werden kann, also von der Staatsseite her. Ja. Also ich habe vorhin hier vom Pearl Harbor-Effekt gesprochen. Sie müssen sich vorstellen, das war ja schon vorher, dass da irgendwie so Scharmützelchen und all solche Sachen gab. Ja, aber durch Pearl Harbor ist die amerikanische Bevölkerung aufgeschreckt worden. Und es hätte, die eine Möglichkeit hätte sein können, dass die amerikanische Bevölkerung sagt, oh je, jetzt sind wir große Teile unserer Flotte los, jetzt haben wir verloren, müssen aufgeben. Oder die andere Möglichkeit ist eben, dass die sagen, jetzt reicht's aber und jetzt legen wir erst richtig los. Ja, das ist immer, die sind diese beiden Möglichkeiten, die bei dieser Pearl Harbor Methode auftauchen können, ja, dass man etwas sichtbar macht. Und also die Japaner haben es ja versucht, sichtbar zu machen, ja, und die Hoffnung war wahrscheinlich, dass eben die Amerikaner auf die Art und Weise dann direkt sagen, oh je, jetzt haben wir keine Chance mehr. Aber das Gegenteil ist passiert. Und wenn das Gegenteil passiert, das hat auch einen Namen, das nennt sich Streisand-Effekt, ja, war nach der Schauspielerin, Barbara Streisand, glaube ich, heißt die, okay, die irgendwann mal dagegen geklagt hat, dass ein Bild von ihrer Villa gezeigt wird. Und also, es hat so eine schöne Lage, eine Villa und sowas, ja, das wurde gezeigt. Das wollte sie nicht, dass das gezeigt wird. Und seitdem kennt jeder dieses Bild. Naja, jeder ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber Sie können mir mal ein bisschen googeln. Ich packe Ihnen einfach mal den Link zu Wikipedia unten rein in die Videobeschreibung. Ja. Können Sie mal gucken, was das ist. Können Sie die Villa auch wundervoll abgebildet sehen. Und das ist etwas, was dadurch erst recht entstanden ist. Also das, was sie versucht hat zu verhindern, das hat sich damit gerade erst ausgelöst, dass also alle über diese Villa gesprochen haben. Bis heute. Ja. Also man kennt ja kaum noch die Person, oder ich zumindest kaum. Ja. Aber den Sachverhalt kennt man auf einmal. Und das heißt, es ist also voll nach hinten losgegangen, wenn das Ziel denn war, zu verhindern, dass über diese Villa gesprochen wird. Nun müssen Sie mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Habeck hat wahrscheinlich die besten Kampagnenmanager, die man sich vorstellen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Grünen sind unglaublich strategische Denker. Die haben die besten Kampagnenmanager, die wissen ganz genau, was sie tun. Natürlich wissen die, dass es den Streisand-Effekt gibt. Natürlich wissen die das. Ja, also es wäre völlig absurd anzunehmen, dass ausgerechnet die Profis, der Kampagnenmanager von den Grünen, dass ausgerechnet die das nicht mit einkalkuliert haben. Also sie können praktisch Gift darauf nehmen, ja, dass sie das natürlich ganz genau auf dem Radar hatten. Sie müssen weiterhin was anderes bedenken, nämlich man kann ja Habeck alle möglichen Sachen vorwerfen. Er ist rücksichtslos. Er nimmt einfach einer ganzen Generation die Altersersparnisse, ja, weil er die Häuser entwertet, die sie haben, sorgt dafür, dass also Leute nicht mehr in ihren Häusern wohnen können, macht irgendwelche Vorschläge, wie Steueränderungen gemacht werden, sodass diejenigen, die selber vorgesorgt haben für ihr Alter, dass die plötzlich höher besteuert werden. Lauter solche Sachen. Also er ist einfach wirklich ein rücksichtsloser, herzloser Politiker, wie man sich schlimmer nicht vorstellen kann, ja, der einfach für seine eigenen Interessen über Leichen geht. Das alles kann man ihm vorwerfen, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er ein Schwachkopf ist. Das ist er ganz gewiss nicht. Das ist für andere Minister der Grünen oder andere Parteimitglieder der Grünen, ja, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Schwachkopf angebracht wäre, aber nicht für Habeck. Das heißt also, Sie sehen hier, dass hier eine Kombination ist von Begriffen, die eigentlich sowieso schon relativ, also sagen wir mal, erstaunlich ist, muss man so zu sagen.
Und wenn Sie jetzt also auch so einen Fall konstruieren oder dafür sorgen, dass ein Fall hochpoppt, dann ist es natürlich auch so, dass man sich gleich ein ganz kleines bisschen vorüberlegt, welcher Fall ist das denn? Bei welchem Fall macht man das denn, dass es zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass es diesen Pearl Harbor-Effekt auslösen kann, diese Sichtbarkeit auslösen kann. Ja, also man kann das ja für alle möglichen Sachen machen. Aber das ist jetzt ein Fall, da werden die Leute schon vorher auch zumindest mal drauf geguckt haben. Und was werden sie dort gesehen haben? Sie sehen dort das Bild einer Person, nämlich eines eigentlich rücksichtslosen Habeck, der aber hier freundlich in die Kamera guckt und so tut, als wäre der nette Nachbar von nebenan. Das ist das Bild, was man sieht. Übrigens, wenn ich Ihnen das Bild hier einblende, ich habe das jeweils oben durchgestrichen, ja, um klarzumachen, dass ich mir das nicht zu eigen mache. Ja, also ich mache mir dieses Meme nicht zu eigen. Ich zeige Ihnen dieses Meme, um darüber mit Ihnen zu sprechen. Aber ich mache mir das nicht zu eigen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich Ihnen diese Dinger immer nur mit einem Kreuz oben drüber zeige. Ja, damit das klar ist, dass das nichts ist, was ich hier aus anderen Gründen heraus teile. Also, wie auch immer. Das heißt, Sie sehen dort also den Gesichtsausdruck eines netten Nachbarn. Die Rücksichtslosigkeit ist völlig ausgeblendet. Und unten drunter steht ein Wort, was man nicht als solches wahrnimmt, dieses Wort Schwachkopf. Nehmen Sie in der Form, wie es dort steht, kaum wahr, weil Sie natürlich den anderen Schriftzug kennen. Sie kennen das von diesem Schwarzkopf, das kennt man einfach. Und man weiß deshalb, dass auf diese Art und Weise das Wort gar nicht mehr richtig gelesen wird. Was man vielleicht weniger gut kennt, ist das Wort Professional. Und das steht unten drunter. Das heißt, als Sie sehen das Bild eines Politikers, er sieht freundlich aus, und unten drunter steht das Wort Professional. Was bleibt eigentlich im Unterbewusstsein hängen? Es bleibt dort hängen, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die professionell auftritt und genau weiß, was sie entsprechend machen kann. Es verbleibt nicht, dass wir irgendetwas gegen Habeck gesagt haben. Das verbleibt dort überhaupt gar nicht. Und Sie müssen jetzt weiterhin wissen, dass dieses Bild im Augenblick millionenfach, na, vielleicht übertreibe ich, aber zumindest tausendfach geteilt worden ist und also ganz viele Leute dieses Bild gesehen haben. Und in ganz vielen Köpfen ist im Unterbewusstsein die Verbindung hängen geblieben zwischen einem freundlich guckenden Menschen und dem Wort Professional. Das ist das, was hängen bleibt, unbewusst. Und das ist natürlich das, was andere Leute auch vorhergesehen haben, dass genau das passiert. Und es passiert jetzt noch was Schlimmeres. Es gibt jetzt nämlich jede Menge Videos, also in meine Timeline sind, ich weiß nicht, gefühlt hunderte Videos und andere Bilder und sowas reingeschwemmt worden, die im Grunde genommen immer ein Bild von Habeck zeigen und keiner sagt aber irgendwie was von rücksichtslos oder stellt ihn rücksichtslos dar oder so etwas, sondern alle kritisieren ihn auf der Wortebene, aber zeigen auf der Bildebene grundsätzlich einen netten, gut ausgeleuchteten Menschen, der freundlich in die Kamera reinguckt, immer der höfliche Nachbar ist, der mit treuen Hundeaugen und sagt, dass er ja kein Wässerchen trüben kann. Und wenn dann auf der Tonspur dazu gesagt wird, dass sich hier um den rücksichtslosen Habeck handelt, um denjenigen, der einfach über Leichen geht, ja, okay, kann sein, dass das auch mit aufgenommen wird, so ein bisschen intellektuell. Und was wird am Ende übrig bleiben? Es wird am Ende eine Werbekampagne übrig geblieben sein, die eben genau das Wort Professional mit dieser Person verbindet. Es wird übrigens in gewissem Grade noch heftiger, weil als aus dem Durchsuchungsbeschluss und aus anderen Dokumenten heraus zitiert wurde, da ist ja immer der Doktortitel mit angegeben. Das heißt also, Sie sehen dort immer die Verbindung von Doktortitel, Person, nettem Blick und Professional. Und das ist das, was am Ende im Kopf drin bleibt. Ja, das ist das, woran sich die Leute danach erinnern werden. Und wenn in 2 Monaten gewählt wird, glauben Sie nicht, dass die meisten noch den intellektuellen Teil im Kopf behalten. Glauben Sie nicht, dass dann noch darüber diskutiert wird, auch gedanklich diskutiert wird bei dem Einzelnen, dass hier jemand letztlich Methoden angewendet hat, die auch in einer Diktatur angewendet worden sein könnten. Ja? Nein, darüber wird dann nicht mehr diskutiert, sondern man sieht dann nur noch diese vorbewusste Verbindung von diesen entsprechenden Wörtern. Und deshalb sollte es mich sehr wundern, wenn nicht die Kampagnenmanager der Grünen jetzt in Wahrheit zu Hause sitzen, sich auf die Schenkel schlagen und denken, wie können die Menschen nur alle so blöd sein, solche Sachen nicht zu sehen? Wie können die nur so dumm sein, diese vorbewusste Ebene jetzt einfach zu verbreiten, ohne zu merken, was sie dort eigentlich tun? Und was kann dem Ganzen eigentlich entgegenwirken? Also kann ich jetzt vielleicht auch noch schiefgehen für den ja, rücksichtslos auftretenden Habeck? Und ja, es kann schiefgehen, aber nur durch eine kleine Besonderheit, nämlich deshalb, weil es ein anderes Bild gegeben hat, wo also ein Rentner, nämlich derjenige, der morgens um 6 dieser Hausdurchsuchung ausgesetzt war, der also hier ganz klar Repressionen ausgesetzt war, dass also dieser Rentner auch ein Bild hat und er hat eine behinderte Tochter. Und diese Konstellation ist eine, die als eine Art Gegenbild durch
durch die Bilderwelt durchgegangen ist. Also das ist auch etwas, woran sich wahrscheinlich viele werden erinnern können. Und die Verbindung von einem Politiker mit diesem Bild zeigt ihm diese unglaubliche Rücksichtslosigkeit, die dahinter steht. Und dieses Bild ist die eigentliche Gefahr, die davon ausgeht. Ja, also dieses Bild ist vielleicht das, was am Ende ein bisschen dumm gelaufen ist in dieser Kampagne, wobei ich das nicht überbewerten würde. Also meine Einschätzung ist eher, dass die Kampagne am Ende eher tatsächlich zum Vorteil ausgehen wird, ja, weil eben diese Rücksichtslosigkeit ausgeblendet wird von der Person Habeck. Ja, würde ich eher davon ausgehen, dass am Ende, wie gesagt, der positive Effekt überwiegt. Kurzfristig natürlich nicht, aber so mittel- bis langfristig vermutlich schon. Und das muss man sich einfach klar machen. Ja, das ist, also für meine Begriffe ist das etwas, was auch mit in der, zumindest in der planerischen Möglichkeit mit drin war. Also man kann sowas ja nicht zu 100% planen, ja, aber das ist sicherlich mit einer Überlegung gewesen, die dort eine Rolle gespielt haben kann. Und was, das wird natürlich unterstützt dadurch, dass es einfach im Augenblick unglaublich viele Leute gibt, die einfach sagen, naja, Habeck, das ist ja der Gute und der darf das ja alles, da ist das ja alles in Ordnung. Also es erschüttert mich geradezu, an wie vielen Stellen dieses wirklich antidemokratische Verhalten einfach verteidigt wird und die Leute einfach sich hinstellen und sagen, naja, in dem Fall geht das schon klar, ja, das war ja auch wirklich böse. Und übrigens, wenn ich das an der Stelle noch einflechten darf, bei ganz vielen Leuten, die sich jetzt hingestellt haben und gesagt haben, ja, man muss es auf jeden Fall ahnden, dass also dort Beleidigungen vorgetragen gegen Politiker und so weiter, das sind alles samt und sonders Leute, nein, nicht alles, muss ich zurücknehmen, aber ganz viele von denen sind es welche, die in ihren eigenen Tweets beispielsweise, auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen haufenweise Beleidigungen gegen andere raushauen. Sie merken es gar nicht. Sie merken überhaupt gar nicht, dass sie da selber justiziable Sachen sagen und das, was sie gerade einfordern von anderen, sie selbst überhaupt gar nicht einhalten. Ja, also ich verstehe nicht, wo diese Doppeldenk herkommt, aber das ist leider, also gerade bei einer politischen Richtung ist das unglaublich stark ausgeprägt, dass Leute gleichzeitig Beleidigungen raushauen und dann aber sagen, ja, aber wenn jemand anders beleidigt wird, den ich gerade gut finde, dann muss der Beleidiger bestraft werden. Gar nicht merken, dass es sie im selben Augenblick eigentlich selber treffen müsste. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz unangenehme Entwicklung mit dem selber treffen, aber vergessen wir die mal für einen Augenblick. Und ich möchte noch auf eine vierte Methode eingehen, wie ein Diktator eine Bevölkerung gefügig machen kann. Das ist nämlich durch Totalüberwachung. Und das ist normalerweise zu teuer. Haben wir am Anfang darüber gesprochen, man kann nicht alle gleichzeitig treffen. Aber die neue Technologie macht es möglich. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass durch künstliche Intelligenz auf einmal eine Totalüberwachung auf eine billige Art und Weise, kostenmäßig billig, plötzlich möglich wird. Und genau das wird auch gemacht. Also dass die, also jetzt gerade Habeck und auch Baerbock hunderte von Strafanzeigen rausgehauen haben, das liegt ja nicht daran, dass die sich wirklich jetzt hunderte von Malen selber persönlich beleidigt gefühlt haben, sondern die haben eine Agentur beauftragt, die mithilfe von KI, wie sie inzwischen zugegeben haben, mithilfe von KI, also tatsächlich einfach das Internet durchforsten und dann immer angucken, wo finden wir denn irgendwas, was formal justiziabel ist. Und das wird ihnen dann überhaupt nur vorgelegt oder vielleicht muss es ihnen manchmal auch gar nicht mehr vorgelegt werden, sondern steht nur noch, würden sie widersprechen und so weiter. Ja, also mit anderen Worten, das ist unfassbar billig geworden, eine Totalüberwachung durchzuziehen. Und das ist natürlich eine andere Methode, also das ist das, was China immer nachgesagt wird. Ich kann das nicht so ganz richtig beurteilen, ob das wirklich so ist. Aber so ein Sozialkreditsystem, wie es zumindest China nachgesagt wird, ja, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein Sozialkreditsystem, wie es China nachgesagt wird, ist im Grunde genommen genau auf diese Art und Weise aufgebaut. Also ich habe dort selber einmal gesehen, wie dort bei einer Ampel eine Kamera war und unten drunter war ein Monitor und da wurde gezeigt, Leute, die also jetzt bei Rot über diese Ampel drüber gegangen sind, per Gesichtserkennung wurde dann auch gesagt, wer diese Person ist und dass der einen entsprechenden Strafzettel bekommen hat. Also das habe ich selber gesehen, dass es das zumindest dort gibt. Wie weit das flächendeckend ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis man so etwas flächendeckend ausrollen kann. Das heißt also, wir sehen, dass was wir hier gerade erleben, ist im Grunde genommen der Einstieg in ein Sozialkreditsystem, aber ohne, dass es irgendwie diskutiert wird. Auf eine Art und Weise, mit der einfach das bestehende Rechtssystem, was natürlich nicht von solchen Möglichkeiten ausgegangen ist, dass dieses Rechtssystem also einfach für meine Begriffe missbräuchlich angewendet wird und auf die Art und Weise eben ein völlig anderes, ein Einstieg in ein anderes System gefunden wird, was nie so geplant war und was auch nie eigentlich eine breite Bevölkerung so wünschen könnte oder wünscht. Ja, aber trotzdem wird auf die Art und Weise einfach durch die Hintertür dieser Einstieg gefunden. Und für meine Begriffe ist eine der naheliegendsten Lösungen, wir müssen einfach diesen verdammten Paragraphen für Politikerbeleidigung, für Spezialbeleidigung für Politiker, der muss einfach abgeschafft werden. Das geht so nicht. Kann nicht sein, dass sich dort eine Bevölkerungsgruppe einfach selber immunisiert. Dass sie einfach sagen, ja, ihr untereinander dürft euch ein bisschen mehr beleidigen, aber wer uns beleidigt, da ist es ganz besonders schlimm. Dieser Paragraph muss einfach wieder weg. Und der andere, auch der normale Beleidigungsparagraph,
Rechtsparagraf muss einfach angepasst werden auf eine Art und Weise, dass er eben auch auf heutige Verhältnisse passt. Also ich verstehe ja, dass wenn beispielsweise die Polizei Leute festnehmen möchte und sie dann rumbrüllen und sie beleidigen von vorne bis hinten, dass sie dann auch irgendetwas rechtlich machen können müssen, auch ohne, dass sie jetzt tätlich angegriffen worden sind. Also das verstehe ich vollkommen, dass es da irgendwelche Möglichkeiten geben muss. Aber man muss eben dafür sorgen, dass solche Fälle damit abgedeckt sind und nicht, wenn irgendeiner ein unbedachtes Wort im Internet sagt oder vielleicht mal ein Vergleiche für die entsprechende Zitierweise vergisst. Ja, also das muss einfach klar sein, dass das unterschiedliche Dimensionen sind. Und das eine sollte für meine Begriffe auch ein Straftatbestand bleiben, die echten, wirklich massiven Beleidigungen, ja, wogegen im anderen Fall diese Dinge einfach runtergestuft werden müssen auf irgendwas, was eben überhaupt nicht diesen Stellenwert hat. Ich halte das für die einzige Möglichkeit, die hier wirklich also funktionieren kann, und ich halte es auch für die einzige Möglichkeit, die am Ende demokratierettend ist. Ich habe dazu ein paar Ausführungen gemacht, wenn Sie das ansehen wollen. Ich verlinke Ihnen das am Ende. Es gibt ein anderes Video, da habe ich auch über diese Majestätsbeleidigung. Ja, ein bisschen umständlich, ich muss den Ton abschalten, sonst gibt es hier blöde Echos, weil das vom Lautsprecher dann hier reinkommt, wenn ich keine Kopfhörer habe. Und ich habe heute keine Kopfhörer im Auto. Ihr habt es gehört, wenn jetzt auch schon die KI alle Videos durchforstet und alle Posts und was weiß ich, dann ist ja das ist ganz einfach, durch Stichworte abzuhören, und dann guckt einer drüber und guckt, wie weit das finanziell auswertbar ist. Das ist schon, wird sich schon eine Industrie darüber entwickeln, dass du dann bloß mal eine Stunde an den Rechner guckst, was hat er hier über Nacht alles gefunden. Dann klickst du zusammen, den zeig mal an, und schon hast du deine Arbeit für einen Tag gemacht und genug Geld verdient. Schon erschreckend. So, ich wollte noch mal kurz was von Helmut Kohl zeigen, einfach durch, weil ich lustig fand und vor allem wie jung der Gottschalk und der Jauch hier noch waren. Ich würde Sie gerne zum Ende unseres Gesprächs zu einem Geständnis bringen. Politiker stehen ja normalerweise so da, als ob sie keine Fehler machen. Sie sagen dann gleichzeitig immer, natürlich machen wir Fehler. Wir reden jetzt über die letzten 10 Jahre. Könnten Sie auch einen politischen Fehler und vielleicht auch einen menschlichen uns mal nennen, wo Sie im Nachhinein sagen, ja, da habe ich was falsch gemacht? Wir würden Absolution anbieten sofort. Ja, und wir sagen es keinem weiter. Gut. Ja. Das kann ich mit Ihnen gerne besprechen, weil Sie wegen Ihrer Diskretion bekannt sind. Also, Fehler mache ich in der Tat notwendigerweise häufig, weil ich häufig entscheiden muss. Und zwar nicht, ob ich immer will, sondern weil die Ereignisse so sind, dass sie wie im Fließband dahin fließen. Ich mache also Fehler sicherlich immer wieder in der Beurteilung von Menschen. Und das ist was mich an mir selbst dann stört, wenn ich es entdecke, weil ich ungerecht geurteilt habe. Und wenn dann Urteile an die Öffentlichkeit dringen, dann ist das zusätzlich unangenehm. Ich bringe ein Beispiel, was mich schwer geärgert hat und was mich sehr geschadet hat. Das war die Bemerkung über Michail Gorbatschow. Ich bringe ein solches Beispiel. Das Newsweek-Interview. Ja, das im Newsweek-Interview. Das ist eine Sache, wenn ich einen Fehler nennen will, der allgemein bekannt ist, ist das eine. Ein wir spätes Geständnis. Herzlich. Also ich meine, es ist auch wirklich toll, solche Dinge dann im Expressis-Verbis zu hören. Es haben viele gehört, mehr wahrscheinlich, als es gelesen hätten. Fernsehen ist ja doch der große Kommunikator. Wir freuen uns, dass Sie die Unterhaltung genutzt haben. Haben Sie Ihren Besuch bereut? Kein neuer Fehler im neuen Jahrzehnt? Nein, bis jetzt nicht. Jetzt halten wir noch fast Händchen gleich. Ja. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, von mir auch herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.